Gesang aus dem Buch Hosea. So spricht der Herr: Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte, der sie nahm auf seine Arme. Sie aber haben mich nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit Banden der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neige mich ihm zu und gab ihm zu essen. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim, wie dich ausliefern, Israel? Gegen mich selbst wendet sich mein Herz. Heftig entbrannt ich mit Mitleid. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Gott ist mein Heil. Ich vertraue und erschrecke nicht, denn meine Stärke und mein Lied ist Gott der Herr. Er wurde mir zum Heil. Ihr werdet Wasser freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, sein Name ist erhaben. Singet dem Herrn, denn Überragendes hat er vollbracht. Bekannt gemacht sei dies auf der ganzen Erde. Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner Zions, denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade zuteil. Ich soll den Heiden mit dem Evangelium den unergründlichen Reichtum Christi verkünden und enthüllen, was die Verwirklichung des geheimen Ratschlusses beinhaltet, der von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war.
So soll jetzt den Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan werden. Nach seinem ewigen Plan, den er durch Christus Jesus, unseren Herrn, ausgeführt hat. In ihm haben wir den freien und vertrauensvollen Zugang, den der Glaube an ihn schenkt. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat. Er gebe euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit, dass ihr in Bezug auf den inneren Menschen durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. So sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden in die ganze Fülle Gottes hinein. Wort des lebendigen Gottes. Hat uns geliebt und seinen Sohn gesandt als Sohn für unsere Sünden. Sei mit euch. Aus der Heiligen Evangelium nach Johannes. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten. Dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sorglich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es besorgt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den Blicken
den sie durchbohrt haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Today we have the picture of the Sacred Heart of Jesus in front of us. Heute haben wir hier vor uns das Bild vom Heiligsten Herzen Jesu. We know the history of the Sacred Heart devotion. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte der Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu. So I am not going to say about that. Also da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. No, it was revealed to Saint Margaret Mary Alacoque in France. Es ist in Frankreich der Schwester Margareta Maria Alacoque offenbart worden. So, let us look at this heart. Aber schauen wir auf dieses Herz. So what do you see in the heart? Was seht ihr in diesem Herzen? There are a few things, it's a little bit different from the normal heart, no? Also es ist ein bisschen anders als das normale Herz. So what all are there in the heart? Was ist da alles in diesem Herzen? So there is a heart. Also erstmal ist da das Herz. Then what all things are there? Und was ist da noch? Tell. Sag es mir. Flame is there. Then? Ja, eine Flamme ist da. Don't see. Cannot see. Könntest nicht sehen? Flame is there then? Shine. Mm-hmm. Okay. Die Hand zeigt auf das Herz. The finger is showing to the heart. Finger is showing to the heart. Then? The crown. The thorns, no? Ja, die Dornen. The thorn around the heart. Okay. Also Dornen um das Herz herum. Then? In this heart, it's not so clear. Normally, when we see, there is a cross. Mm-hmm. No? In diesem Herzen kann man es nicht so gut sehen, aber normalerweise, wenn wir das Herz Jesu sehen, ist da auch ein Kreuz. Top, there is a cross. Then, surrounding the cross, there is a flame. Also normalerweise ist oben das Kreuz und dann um das Herz herum ist eben diese Flamme. Then down the heart. Und unten drunter ist das Herz. And there is a thorn around the heart. Und dann ist da die Dornenkrone um das Herz. And there is something else on the heart. Und dann ist da auf dem Herzen noch etwas. A wound. There is a wound. Die Wunde. And blood and water is coming out. Und Blut und Wasser kommen aus dem Herzen. So actually there are five things. Also in der Tat sind es fünf Dinge. Okay. A top there is the cross. Also das Kreuz. Then there is a flame. Die Flammen. Then there is the thorns. Die Kronen, die Dornenkrone. Then there is a wound. Dann die Wunde. And blood and water. Und Blut und Wasser. Okay, that is the Sacred Heart. Das ist das Heiligste Herz Jesu. But there is a meaning for all these. Aber für alles das gibt es noch eine Bedeutung. No, so for that, okay, okay, let's take one by one. Nehmen wir es der Reihe nach. Okay. Before going that, let's start with the Catechism of the Catholic Church. Aber bevor wir das uns anschauen, nehmen wir einen Abschnitt aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Tells about the Sacred Heart of Jesus. Und der Katechismus spricht über das Heiligste Herz Jesu. Catechism of the Catholic Church 478 tells. Im Katechismus der katholischen Kirche 478. Jesus knew and loved us each. Jesus kennt jeden von uns und er liebt jeden von uns. Loved us each and all during his life.
Während seines ganzen Lebens hat er jeden von uns gekannt. In his life, his agony and his passion. Während seines Lebens, während seiner Todesangst und während seines Leidens. And gave himself for each one of us. Und er hat sich selbst für jeden von uns hingegeben. And the Son of God. Und der Sohn Gottes. Loved me. Liebt mich. And gave himself for me. Und er hat sich selbst für mich gegeben. He loved us all with a human heart. Er hat uns mit einem menschlichen Herzen geliebt. No, this looks like a human heart, no? Schaut es mal an, es sieht doch aus wie ein menschliches Because Herz. Because he was both divine and human. Weil Jesus war beides, er war göttlich und menschlich. And CCC tells. Und dann sagt der Katechismus weiter. For this reason. Deswegen. The Sacred Heart of Jesus. Ist das heiligste Herz Jesu. Pierced by our sins. Ist das Herz Jesu von unseren Sünden durchbohrt. And for our salvation. Und für unsere Erlösung. He is quite rightly considered the chief sign and symbol. He is considered the sign and symbol. Gibt es diese Zeichen und Symbole? Of the love. Diese Zeichen und Symbole der Liebe. With which the divine Redeemer continuously loves. Und mit diesen Zeichen der Liebe liebt uns unser Erlöser weiterhin. The Father, der Vater, and all of us, und wir alle, without exception, ohne Ausnahme. Okay, so how this wound happened? Wie kam es zu dieser Wunde im Herzen? The Catechism tells that pierced by our sins. Also der Katechismus sagt, dass diese Wunde im Herzen wegen unserer Sünden. No? Let me ask you an question. Ich stelle euch jetzt eine Frage. Suppose I love somebody. Stellt euch vor, ich liebe jemanden. Huh? But that person betrays me. Aber diese Person, die ich so sehr liebe, sie betrügt mich. But I trusted a lot. Aber ich habe ihr so viel Vertrauen geschenkt. But he or she betrays. Und trotzdem hat sie mich betrogen. Where you will feel the pain? Wo spürt ihr diesen Schmerz des Betrugs? In the heart, no? Im Herzen, ja, natürlich. No? In the heart, because when the love is more, the pain also will be more. Ja, wir spüren es im Herzen, weil je größer die Liebe ist, je größer ist auch der Schmerz. Have you experienced? Habt ihr sowas schon mal erfahren? Yes or no? Yes. All of us. Yes. Yeah. The more love, there will be more pain. Ja, das haben wir alle schon erlebt. Je mehr wir jemanden lieben, je mehr kann uns derjenige auch verletzen. In the first reading, taken from Hosea. Heute in der ersten Lesung aus dem Buch Hosea. See, it is in line with what we have talked before. Das passt ein zu dem, was wir vorher schon besprochen haben. The church is, no, giving us this passage to tell us there is a loving Father. Die Heilige Schrift gibt uns diesen Abschnitt aus der Heiligen Schrift, weil sie uns sagen möchte, es gibt diesen liebenden Vater. And we have a Father. Und wir haben einen Vater. And it was we read like this. Und wir haben es so gehört. No, who stoops down to kiss the child? Der sich hinabbeugt, um sein Kind zu küssen, zu liebkosen. And also to feed. Um es zu ernähren. No? So a loving father who embraces me, who feeds me. Ein liebender Vater, der mich umarmt, der mir zu essen gibt. Even if I go away from him. Sogar wenn ich mich von ihm entferne. See, that is the trust we have. Das ist das Vertrauen, das wir haben können. That was the trust of the prodigal son. Und das war auch dieses Vertrauen. Whatever be my situation. Wie auch immer meine Situation sein mag. I have a father. Ich habe diesen Vater. Who accepts me. Der mich annimmt. No? Despite of my brokenness, my sinfulness. Egal wegen meiner Sünden, wegen meiner Gebrochenheiten. Okay. So, Saint Faustina tells like this. Und die heilige Schwester Faustina sagt es so. See, at the beginning we said, no, we all have come with lot of burdens, lot of worries, lot of pain. Also am Anfang haben wir gesagt, wir sind alle hierher gekommen mit irgendwelchen Sorgen, Schmerzen, Schwierigkeiten, Belastungen. But where have we come? Aber wohin sind wir gekommen? Not to the solution of all our problems. Wir sind damit zur Lösung all unserer Probleme gekommen. Who promised? Come to me, I will give you rest.
Wir sind zu dem gekommen, der versprochen hat, kommt zu mir, ich werde euch Ruhe verschaffen. See, the church teaches us that. Das lehrt uns die Kirche. We know about God from the Gospels. Wir kennen Gott aus dem Evangelium. But how to live the Gospel, we learn from the saints. Aber wie wir das Evangelium leben sollen, das lernen wir von den Heiligen. So we will learn from Saint Faustina. So wollen wir das jetzt von der heiligen Schwester Faustina lernen. She tells. Sie sagt nämlich, in her diary 1033. In ihrem Tagebuch unter der Nummer 1033. Okay. Listen carefully. Hört genau zu. She tells. Sie sagt, when I see that the burden is beyond my strength. Wenn ich sehe, dass die Last, die ich zu tragen habe, meine Kräfte übersteigt. When I see that my burden is beyond my strength. Also wenn ich sehe, dass die Last meine Kräfte übersteigt. I do not consider or analyze or probe into it. Dann I do not consider or analyze or probe into it. Means I will not think too much about it. Also mache ich mir nicht zu viel Gedanken darum. How I will be able to overcome. I will not plan about it. Also kämpfe nicht damit, wie ich das schaffen kann. Instead, stattdessen, I run like a child. Laufe ich wie Where I will run? Wo laufe ich hin? I run like a child. Laufe ich wie ein Kind? To the heart of Jesus. Zum Herzen Jesu. And say only one thing to him. Und ich sage ihm nur dieses eine. Remember, I run like a child. Also erinnern wir uns, ich laufe wie ein Kind. To a loving father. Zu meinem liebenden Papa. And will tell only one thing. Und ich sage ihm nur das eine. Lord. Herr. You can do all things. Du kannst alles. Lord, you can do all things. Herr, du kannst alles. Only that. Nur das. And then. Und dann. I keep silent. Dann werde ich selbst ganz ruhig. Because I know that. Weil ich weiß doch. My Jesus himself will intervene in the matter. Mein Jesus selbst wird in dieser Angelegenheit für mich eintreten. And as for me. Und für mich, instead of tormenting myself, und für mich heißt es, um mir so nicht so viel Sorgen zu machen, I use that time to love him. Nutze ich diese Zeit, um ihn einfach zu lieben. Okay, once more. Also noch einmal. When I see that the burden is beyond my strength, also wenn ich erlebe, dass meine Last mich selbst übersteigt, I do not think too much on that. Also beschäftige ich mich nicht zu sehr damit. But I run like a child to the sacred heart of Jesus. Stattdessen laufe ich wie ein Kind zum heiligsten Herzen Jesu. And say to him only one thing. Und sage Jesus nur dies eine. My Jesus. Mein Jesus. You can do all things. Du kannst alles. Yes. After that. Und danach. I keep silent. Bleib ich still. Because I know that Jesus himself will intervene in the matter. Weil ich weiß, dass Jesus selbst in dieser Angelegenheit eintreten wird. And instead of tormenting myself, I use that time to love him. Und anstelle noch Gedanken damit zu verschwenden, gebrauche ich diese Zeit, um ihn zu lieben. That is what the Lord is asking us today. Darum bittet uns der Herr heute. No. Entrust our worries to the Lord. Dass wir wirklich unsere Sorgen ihm überlassen. The more we trust, je mehr wir ihm vertrauen, more he will be compelled to come to our aid. Also je mehr wird er sich um uns kümmern. Because love compels. Weil die Liebe zieht das herab. My trust compels. Mein Vertrauen fordert das heraus. My love for him, my trust compels him. Meine Liebe, mein Vertrauen zu ihm fordert ihn heraus. Yeah. Once you know, when Saint Faustina told the Lord. Einmal, ihr wisst es vielleicht, sagte Schwester Faustina zum Herrn. No, she wanted to give lot of joy to the Lord. Sie wollte dem Herrn wirklich Freude machen. She thought that the best way to give joy to the Lord is save as many souls as possible.
Und sie dachte, um den Herrn Freude zu machen, ist es das Beste, so viel Seelen wie möglich zu retten. So she prayed like this. Und so hat sie gebetet. Lord, Herr, I know that you love me a lot. Herr, ich weiß, dass du mich liebst. And you also know that I also love you. Und du weißt auch, dass ich dich liebe. Lord, I know that if I ask you, you cannot deny. Und Herr, ich weiß, wenn ich dich um etwas bitte, dann kannst du mich nicht abweisen. Because I am so dear to you. Weil ich dir so lieb bin. So I ask you, Lord. Deswegen bitte ich dich. Lord, today, no, whoever dies, let nobody go to hell today. Und deswegen bitte ich dich, Herr, wer heute auch immer sterben mag, lass niemanden von denen in die Hölle kommen. Then Jesus asked, told her. Und dann sagte Jesus zu ihr. My daughter. Meine liebe Tochter. You know what you are asking me. Du weißt, um was du mich bittest. It's a big thing. Das ist eine große Sache. Even if who is in mortal sin, he should not go to hell. Du bittest mich darum, dass selbst jemand, der in Todsünde ist, nicht in die Hölle gehen sollte. Jesus said to her. Und dann sagte Jesus zu ihr. My daughter. Meine Tochter. Even though it is so great. Auch wenn das so großartig ist. But you are confident in me. Du bist so zuversichtlich mir gegenüber. Compels me to fulfill your wish. Du forderst mich heraus, deinen Wunsch zu erfüllen. Ja, so the trust was so huge. Also sie hatte so ein großes Vertrauen. So Jesus was compelled to fulfill her wish. So dass Jesus wirklich herausgefordert war, ihren Wunsch zu erfüllen. So, no, Jesus gives us easy way in front of us. Also Jesus zeigt uns so einfache Wege vor uns. He is not asking us to carry all the burdens. Er bittet uns nicht, dass wir diese ganzen Lasten tragen sollen. He tells, give to me. Er sagt, gibt mir das. After that, don't ask back. Und dann, wenn ihr es mir gegeben habt, dann nehmt es nicht wieder zurück. So let us trust. Und so lasst uns vertrauen. No, let us trust him. Lasst uns ihm vertrauen. Okay. You know what is the meaning of the thorns? Ihr wisst, was die Dornen bedeuten? No, it's a suffering. Das steht dafür, das Leiden. No, there is nobody among us who doesn't have any suffering. Niemand von uns ist frei von Leiden. Where there is true love, there is suffering, there is sacrifice. Also da, wo wirkliche Liebe ist, da gibt es Leiden, da gibt es Opfer. Where there is true love, there will be always sacrifice. Also da, wo wirklich wahre Liebe ist, da gibt es auch Opfer. Yes or no, dear fathers and mothers. Ihr lieben Väter und Mütter unter uns, stimmt das? How many sacrifices you have done for your children? Wie viel Opfer habt ihr schon gebracht für eure Kinder? Because it was true love. Weil ihr diese wahre Liebe hattet. Even if it hurts, it pains, no problem for you. Also selbst wenn es euch verletzt hat, wenn es geschmerzt hat, das war doch da kein Problem. Yeah. Then we have the cross on top of the Sacred Heart. Und dann haben wir da dieses Kreuz oft auf dem Herzen. It is what connecting heaven and earth. Das Kreuz ist das, was Himmel und Erde verbindet. No, it is the ladder to the heaven. Also das ist die Leiter zum Himmel. No, the highway to heaven. Die Autobahn zum Himmel. No, through the cross. No? Durch das Kreuz. That's why Jesus said, carry your cross daily. Deswegen sagt Jesus ja auch, nehmt euer tägliches Kreuz auf euch. If our master has carried the cross, the disciples also need to carry the cross. Also wenn der Meister schon sein Kreuz getragen hat, dann sollen es auch die Jünger tun. And it is salvation. Und das ist Erlösung. Then we have the flame. Und dann haben wir dann noch die Flamme. Flame of love. Die Flamme der Liebe. Burning for love for us. Die Flamme der Liebe, die aus Liebe zu uns brennt und sich verzehrt. Pope Pius XII in his encyclical on the Sacred Heart. Der Pius XII hat eine Enzyklika zum Heiligsten Herzen herausgegeben und da schreibt er. And he tells. Er sagt. God has given us his love. Gott hat uns seine Liebe geschenkt. To give to others. Damit wir sie weitergeben an andere. Yeah. To love others. Um die anderen zu lieben. Yeah. Then we have this wound. Und dann ist da noch diese Wunde. No? Wound. Die Wunde. The birth of the church. Die da aus der Wunde, aus der Herzenswunde ist die Kirche geboren. Our Lord is the wounded healer.
Unser Herr ist der verwundete Erlöser, and der verwundete Heiland. Through his wounds we are being healed. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Through his wounds we are being healed. Durch seine Wunden sind wir geheilt. And all this regarding the wound we heard in the gospel. Und alles das über die Wunden haben wir im Evangelium gehört. Yeah, blood and water coming out. Wir haben gehört, dass Blut und Wasser aus seinem Herzen kamen. When we think of the life of Jesus, wenn wir an das Leben Jesu denken, he has given us everything. Dann wissen wir, er hat uns alles gegeben. He has given his father. Er hat uns seinen Vater geschenkt. He has given his mother. Er hat uns seine Mutter geschenkt. He has given his life. Er hat uns sein Leben gegeben. The Eucharist. Die Eucharistie. He has given his body. Er hat sein Leib geschenkt. He has given his blood. Sein Blut. But then what happened? To the end, to the last drop. Er hat es gegeben bis zum letzten Tropfen. Everything to the last drop of blood. Bis zum letzten Blutstropfen hat er alles gegeben. No, that is what the Lord has given us. Das hat der Herr uns geschenkt. And you know, we see on the right hand is pointing to the Sacred Heart of Jesus. No? Und wir sehen, die rechte Hand Jesu zeigt auf sein durchbohrtes Herz. In a way he is telling. Und in dieser Art und Weise sagt er. Pointing towards the heart. Er zeigt auf das Herz. No, look at my heart burning with love for you. Schaut auf mein Herz, das aus Liebe zu euch brennt. Come to my heart, there is a place for you. Kommt zu meinem Herzen, da ist auch ein Platz für euch. Come to my heart. Kommt zu meinem Herzen. Look at this heart. Schaut auf dieses Herz. No, which burns for you. Das für euch brennt aus Liebe. Which has given everything for you. Das alles für euch gegeben hat. No. And there is a place for each one of you in this heart. Und in diesem Herzen ist ein Platz für jeden von euch. Whoever you are. Wer ihr auch seid. Whatever be your condition. Wie auch eure Umstände sein mögen. Look at this heart. Schaut auf dieses Herz. There is a place for you. Da ist ein Platz für euch. And I love you. Und ich liebe euch. Er sei der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit.